eine wirtschaftswissenschaftliche Vorlesung, ich habe hier den einen oder anderen Kollegen aus der Fakultät gesehen, sieht in der Regel bei uns anders aus. Das ist ja das Problem. Ich bin sehr. Ich habe mich auch schon gefragt, stellen Sie auch in Ihrem Unternehmen Wirtschaftswissenschaftler ein? Nicht vorzugsweise. Ja. Aber wir bilden ja auch welche aus. Wir machen ja duale Studien. Und immerhin in unserer Geschäftsleitung, die 9, 8 Leute umfasst, haben 4 duale Studium gehabt vorher. Also ich finde es auch ganz erstaunlich, dass so ein erfolgreiches Unternehmen groß hochzieht und auch auf wirtschaftswissenschaftliche Expertise verzichten kann. Also ich meine, die Theorienwelt, wenn ich die Formeln sehe in den Wirtschaftswissenschaften, die alle ihre Berechtigung haben, es ist nicht an mir, das zu kritisieren, habe ich in dem, was Sie uns erzählt haben, wenig davon wiedergefunden. Nicht so, wie Sie dachten. Nee, anders. Nicht? Aber ich bin ja auch kein Wirtschaftswissenschaftler, aber vielleicht werden auch Fragen dazu kommen. Was ich auch ganz spannend fand, war, dass man immer, wenn man sich verändert hat, dass man dann mit der Zeitrechnung eigentlich neu beginnen könnte. Ich habe dann direkt für uns gedacht, wir haben gerade vor 12 Jahren die Universität gegründet und jetzt feiern wir immer regelmäßig die Fusion. Wir könnten ja eigentlich uns tolle Innovationen überlegen und ab dem feiern wir einfach neu. Sehr gut. Einfach, ne? Also zum Beispiel. Ne? Also da haben wir viel mehr Sachen auch zu feiern, denke ich. Also können wir überlegen, die Innovation des Jahres und ab da zählen wir dann wieder. Ne? Also. Aber es ist ja, wenn man das so ein bisschen beobachtet, das fällt mir mal auf, dann gibt es ja eigentlich so 2 Wege. Ne? Also man tut sozusagen sich etwas ausdenken, sich etwas vorstellen und setzt es dann in die Tat um. Oder man hat etwas in die Tat umgesetzt und muss sich jetzt fragen, ja, wieso funktioniert das eigentlich? Und da gibt es einen schönen Spruch von Johann Gottlieb, das heißt er, glaube ich, ja, J.G. Fichte, Zeitgenosse von Goethe. Das ist ein richtiger, können Sie sich wirklich ganz gut merken, das ist ein richtiger Unternehmerspruch. Der sagt, Sekunde, ich muss einen Moment überlegen, Genialität erfindet durch das Überschreiten von Übergängen. Die klare Einsicht in den zurückgelegten Weg kommt später und bildet erst den freien Künstler. Und wenn Sie sich das mal so immer davor halten, da werden Sie feststellen, 80% der Fälle ist es so. Auch die großen Erfindungen und so weiter, die werden erst hinterher interpretiert. Und vorher geschehen sie. Ne? Man begibt sich ins Risiko, ins Neuland und dann tut man das hinterher zurechtbiegen. So, das macht man sich verständlich. Die klare Einsicht in den zurückgelegten Weg kommt später und bildet erst den freien Künstler. Ne? Also man handelt sozusagen, ich nenne das ästhetische Unternehmensführung, ne? Man handelt aus der Erfahrung heraus. Also man handelt nicht erfahrungsorientiert, sondern man benutzt die Erfahrung, um daraus die Erkenntnis zu gewinnen, die notwendig ist für den nächsten Schritt. Das ist der Unterschied. Ne? Es gibt viele Menschen, die handeln erfahrungsorientiert, aber das hat zur Folge, dass sie in Wirklichkeit rückwärts in die Zukunft laufen. Ne? Erkenntnisgeleitet zu handeln heißt, ich habe natürlich die Erfahrung, die habe ich vor mir. Und dann schaue ich, ja, was ist in der Erfahrung sozusagen das Substanzielle? Und dann drehe ich mich um und handle wahrnehmungsgeleitet, erkenntnisorientiert in die Zukunft. Das ist der Punkt. Visionäres haben Sie ja vieles auch angerissen. Sie haben auch, das finde ich sehr schön, dann auch plastisch dargestellt. In unserem Vorgespräch hatte ich schon eine Frage an Sie gerichtet. Jetzt kommen wir vielleicht mal nochmal zu den Inhalten auch. Was das Grundeinkommen angeht, ich habe mir das immer sehr gut vorstellen können, gerade für Studierende oder Auszubildende, dass man dem mündigen Bürger mit 18 ein Grundeinkommen gibt. Das kann zusammengesetzt sein aus dem BAföG, aus dem Kindergeld und anderen familienabhängigen Einkommen, die eine Familie hat, die eigentlich kinderbezogen sind. Wenn man das demjenigen gibt, dann kann sich überlegen, mache ich nun eine Lehre, gründe ich ein Geschäft, studiere ich. Eine Weltreise.
Können wir auch eine Weltreise machen, nicht? Aber jeder kann es in eigener Verantwortung tun. Ansonsten kriegt man mit 25 noch Kindergeld, ist immer noch irgendwie Kind, ist da auch eine Unmündigkeit, eigentlich nicht gemäß. Warum schafft man es nicht, sowas auf den Weg zu bringen? Das Grundeinkommen für alle ist auch etwas, was in der Form klingt, dass man sich aus Unmündigkeit löst. Wenn ich mir indigene Völker angucke, da scheint es solche Modelle gegeben zu haben, wo das Wachstum auch nicht das Entscheidende ist. Und viel, was an Wachstum hier propagiert wird, die Weltbevölkerung wächst, deswegen wächst natürlich alles auch irgendwie. Was man sich so als Erfolg, als Wachstum verkauft, ist noch das eine. Also der Wachstumsfetischismus ist sicherlich etwas, von dem man sich auch lösen müsste. Aber wann ist der Punkt, wo man sich von so etwas löst? Wir haben gesagt, das Denken muss anders werden. Ja, aber das Beharrungsvermögen ist ein starkes. Wann ist der Resonanzboden da in einer Gesellschaft, um so etwas wie ein Grundeinkommen wirklich zu verwirklichen? Wir haben erzählt, in der Schweiz ist in 2 Jahren eine Volksabstimmung dazu. Sehen Sie eine Chance in Deutschland, dass das noch kommt? Also ich bin Jahrgang 44 und ich habe mit dem Bewusstsein bis zum Jahr 1987, war es, glaube ich, ne, gelebt, dass ich die Wiedervereinigung nie mehr erlebe. Gibt es jemanden von Ihnen, der das anders gesehen hat? Und dann bin ich morgens aufgewacht und musste nach Salzburg in eine Sitzung und bin ins Auto gestiegen und da in Karlsruhe die Autobahn hochgefahren, habe ich das Autoradio angemacht und plötzlich war die Mauer gefallen, stellen Sie sich mal vor. Hat keiner mit gerechnet. So geht es immer im Leben. So geht es immer im Leben. Verstehen Sie, wir denken auf was hin, wir träumen auf was hin und dann, na, wie habe ich mal gesagt, Entwicklung ist ein diskontinuierlicher Prozess, der irreversibel in der Zeit verläuft. Also auch wenn wir die Mauer wieder haben wollen, die kriegen wir nicht mehr. Ne? Aber plötzlich war sie weg. Plötzlich war sie weg. Keiner hat damit gerechnet. Und deswegen, wir dürfen unser Denken nicht unterschätzen. Die Relevanz unseres Denkens. Wenn Sie lang genug sich damit beschäftigen, was Sie als eine innere Notwendigkeit oder auch als eine, was zu erstreben, werde sehen, dann wird es irgendwann passieren, glauben Sie mir. Und wenn genügend Menschen es machen, wird es auch passieren. Wenn genügend Menschen es denken können, dass wir Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln, das wäre der Punkt, dann werden wir das auch tun. Und wenn genügend Menschen es denken können, dass Frauen auch denken können, ja, Moment, vor 100 Jahren hat es noch gebildete Leute gegeben, so wie er, Rektoren von Universitäten, die gesagt haben, Frauen dürfen nicht wählen, weil sie nicht denken können. Es ist nur 100 Jahre her, stellen Sie sich mal vor. Das finde ich jetzt aber unfair, das auf die Universitätsrektoren zu beziehen. Also. Da möchte ich jetzt nicht ins Sippenhaft genommen werden. Aber es ist doch vieles. Schauen Sie mal, die Gesellschaft lebt doch eigentlich von ihren Utopien. Und da sagen die Leute immer zu mir, Herr Werner, Sie sind Utopist, meint es negativ. Sage ich was ganz Positives. Was glauben Sie, wo wir heute wären, wenn es keine Utopien gäbe? Also mit dem Handy hätten wir da nichts zu tun, auf jeden Fall. Ne? Also es braucht Utopien, damit die Zukunft sozusagen aus uns herauskommt. Und das Grundeinkommen ist so eine Utopie. Und Sie werden sehen, es kommt wahrscheinlich schneller, als Sie denken, ne? Schneller als Sie denken. Und zwar, weil es gar keine anderen Alternativen dazu gibt. Ne, wir müssen ja die Menschen, die Mitmenschen müssen wir ja Zugang geben zu den Gütern der Welt. Gilt gar nicht anders. Also mich haben Sie da durchaus auf Ihrer Seite. Aber jetzt bitte und die Zeit noch etwas nutzen für Fragen aus dem Publikum. Wo haben wir das Mikro? Ja, wenn Sie es mal durchreichen, bitte hier die Dame in der 4. Reihe. Ja, danke schön. Ich finde, das Bestechende von Ihrem unternehmerischen Vorbild sein, ist ja tatsächlich, dass Sie vermitteln, also wir haben ja oft gesellschaftlich systemisch so, erst muss man wirtschaftlich handeln und dann darf man sich vielleicht als Luxus Haltung noch dazu garnieren oder so, ne? Also auch wirklich diese Storys, die jetzt Produkte erzählen sollen und so weiter. So irgendwie als Zugabe. Und Sie fangen ja andersrum an und sagen, ich habe eine Haltung und diese Haltung lebe ich von oben nach unten mit den Mitarbeitern, ich nehme alle mit und das führt zum Erfolg. Also das ist ja, Ihr Wirtschaftsunternehmen ist ja wirklich bestechend.
Das macht mir sehr Mut. Also ich bin Pädagogin und es kommt mir sehr pädagogisch vor. Also alles hätte ich unterschreiben können im Sinne von, ja, Sie leben das und dadurch nehmen Sie viele Menschen mit und dass das zu Erfolg führt. Und wir sind eher gewöhnt, leider, dass man dann eben glaubt, ja, das ist nur einer, der träumt. Also und Sie zeigen, das hat ja alles sehr viel Hand und Fuß. Ja, und ich freue mich, bei Ihnen Kundin zu sein, schon seit Jahrzehnten. Und schon immer gesagt zu haben, also das Alverde-Magazin, ihr müsst das lesen. Das ist umsonst, das ist super. Ja, das war jetzt mein persönliches Statement und mir eine Freude. Aber kommen Sie nur, wir haben es dringend nötig. Das war noch keine Frage, aber ein Statement, auch aber, sehr aber sympathisch. Sie geben mir den Anlass, etwas nachzutragen noch, was man sich auch leicht klarstellen kann. Ne? Also wir sind ja Menschen und keine Tiere. Ne? Und was unterscheidet den Menschen vom Tier, dass er denken kann? Ne? Und dass er nicht determiniert ist. Der Mensch ist kein determiniertes Reizreaktionswesen, sondern der Mensch ist ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen. Und was unterscheidet, jetzt mal, glauben Sie, es klingt ganz banal, aber es ist nicht so banal, tun Sie nicht gleich lachen. Der Mensch kann träumen. Also wenn mein Hund Schwanz mit dem Schwanz wackelt, dann heißt es nicht, dass er träumt, ne? So wie ein Mensch das tut. Ne? Ein Mensch kann träumen, ne? Wir tragen sozusagen, wir träumen. Ne? Und deswegen sage ich, Unternehmer sind Realträumer. Sind Realträumer. Und das, was wir träumen können, das können wir auch denken. Und was wir denken können, können wir auch wollen. Und was wir wollen, können wir auch tun. Jetzt ist das Problem, dass viele Leute was tun, was sie gar nicht wollen. Ganz großes Problem, also sie sind unheimlich hilfsbedürftig. Ne? Die zweite Kategorie von Menschen sind die, die etwas wollen, was sie nicht gedacht haben. Und jetzt wird es hochgefährlich, dann sind wir im Gebiet der Ideologien. Und dann muss man mal durchgucken, wo verhalten wir uns ideologiegesteuert? Da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Kommunismus, Nationalsozialismus, Kapitalismus, sind wir umringt davon, dass wir aus Ideologien handeln. Aber das ist, weil wir es nicht denken können. Unser Engpass ist das Denken, glauben Sie mir. Das ist ganz schlimm. Und dass wir das auch in der Ausbildung zu wenig üben. Dass wir das Denken nicht üben. Denken muss man üben. Da wollen wir vielleicht mal einen Kommentar zu hören. Aber ich meine auch Rektoren, glaube ich, träumen auch. Herr Heuer, nicht? Was sagen Sie? Nicht? Also wir haben 80.000 Studierende, da muss man auch träumen können. Ja, hoffentlich, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt haben wir die Meldung eines Wirtschaftswissenschaftlers und der wird uns jetzt sagen, wie er mit seinen Studierenden umgeht. Aber lehren Sie auch träumen? Naja, das Träumen lehre ich nicht. Aber ich denke, ich gebe Perspektiven und Kritikfähigkeit. Ein bisschen lauter. Ich glaube, ich gebe den Studierenden Perspektiven und Kritikfähigkeit. Und ich denke, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung, wie Sie gesagt haben, man muss erst nachdenken und dann handeln. Mich überzeugt das ohnehin, also fast alles, was Sie gesagt haben, kann ich sehr gut mittragen, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Sie geben Antworten auf viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Aber ich glaube, ein Punkt fehlt hier, ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben die unternehmerische Perspektive. Ja, wo ist der Sinn, was kann ich sozusagen beitragen? Sie denken darüber nach, was bringe ich der Gesellschaft, was bringe ich meiner Umgebung oder wie auch immer. Und gerade dieses unternehmerische Denken ist, glaube ich, gerade bei uns viel zu wenig ausgeprägt. Jeder sagt nur immer, ja, mir geht es schlecht, irgendjemand muss sich darum kümmern, dass es mir besser geht, aber das ist der falsche Ansatz. Ja? Und die Frage ist, wie können wir besser dieses unternehmerische Denken, diese Eigenverantwortung, wie können wir das stärker verankern in der Gesellschaft? Ich glaube, Schule gehört da mit Sicherheit auch dazu. Sie haben ganz kurz angedeutet, wie haben Sie das gerade genannt, ich muss selber lernen, selber etwas denken können und genau das fehlt. Man gibt viel zu viel vor, Wissen, was man auswendig lernen könnte und man fördert viel zu wenig die Selbstständigkeit, das selbstständige Mitdenken. Können Sie dem zustimmen? Und wenn es so ist, haben Sie eine Idee, wie man das Ganze... Ja, über Idee sogar eine klare Erfahrung. Ne? Immerhin habe ich ja 7 Kinder begleitet durch die Schule. Ne? Und da können Sie immer wieder die gleiche Erfahrung machen. Also das Problem in der Schule sind die Eltern. Ne?
Und die Eltern, die meisten Eltern kommen, obwohl es Waldorf-Eltern sind, ne, kommen in der Schule und haben das Bild, dass der Lehrer dazu da ist, um das Gehirn ihres Zöglings abzufüllen. Ne? Also Nürnberger Christa. Und sie werden schon ganz zappelig in der dritten Klasse und sagen, ja, das Kind macht ja viel zu wenig Mathematik und alles Mögliche, das soll er mal Abitur machen, und merken nicht, dass es viel wichtiger ist, dass die künstlerischen Fächer gefördert werden. Weil ja die Aufgabe des Lehrers ist ja nicht, das Kind abzufüllen, sondern dafür das implizit Vorhandene zu erkennen und dafür zu helfen, dass es explizit wird. Ne? Und wir haben einen falschen Bildungsbegriff. Und unser, das war auch interessant, wir haben alle Musikinstrumente gelernt. Ne? Ja, das geht immer nach der Methode der abnehmenden Unfähigkeit. Ja, beobachten Sie es mal, das ist eine Seuche, ne? Die abnehmende Unfähigkeit. Dabei geht es doch um die Zunahme der Fähigkeiten, ne? Und die Abnahme der Unfähigkeit. Das ist für uns ein Bildungsproblem und das versuchen wir auch bei unserer Lernlingsausbildung dem zu helfen. Ne? Das Problem für unsere nachwachsende Generation sind wir Erwachsene. Wir tun die nachwachsende Generation einem Beeindruckungsbombardement unterwerfen, dass die überhaupt nicht zu sich kommen. Die Bildungsfrage, wirklich, da muss man früh ansetzen, aber wir haben noch weitere Fragen. Ja, das schaffen wir heute auch nicht mehr. Wo haben wir? Hat sie sich gemeldet? Ja, bitte. Herr Werner, ich kann mit Ihnen sehr gut mich einverstanden erklären, besonders mit Ihrer Vorstellung, dass entscheidend ist, was Wertschätzung im menschlichen Leben bedeutet und dass Sinnstiftung entscheidend ist, weil Sinn immer Zeit braucht, um sich realisieren zu können. Und das hat eben entscheidend mit der Wertschätzung zu tun. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass wir in der Tat einem falschen Menschenbild nachjagen. Das heißt, dass wir im Grunde genommen praktisch nur für andere arbeiten und eben alles daran dann anhängen, was die Welt ausmacht. Aber meine Frage geht jetzt dahin, es gibt ja auch die Diskussion, also nicht nur unter Soziologen, dass das Sozialstaatsmodell des 20. Jahrhunderts eigentlich schon abgehalftert ist und eigentlich nicht mehr funktioniert und wir eine aktive Bürgergesellschaft brauchen. Und jetzt wäre meine Frage, ob eben das bürgerschaftliche Engagement eine Lösung wäre, um im Grunde genommen auf Ihren Weg, den Sie vorgeschlagen haben, weiterzukommen. Ist es vielleicht sogar ein Ersatz? Modell, um das zu realisieren, was eben Sie mit der Wirtschaft meinen, dass miteinander, füreinander geleistet wird. Könnte das über diese aktive Bürgergesellschaftsidee realisiert werden? Oder meinen Sie, dass das eher nur eine ideologische Umfahrungsmethode ist, genau, die die Politik im Grunde genommen betreibt? Also, jeder einzelne Bürger braucht für sein Leben Ideen. Jedes einzelne Unternehmen lebt von den Ideen. Und die Gesellschaft natürlich auch. Und das Problem ist, dass wir immer gleich in Systemen oder in Modellen denken. Wir müssen es ernst machen damit, dass jeder Mensch einen Anspruch auf Freiheit hat. Und dass er sich, wenn Freiheit herrscht, am besten entwickelt. Also, vorhin wurde ja gesprochen von den Studenten mit den Studentengebühren. Da habe ich mal folgende Erfahrung gemacht in Karlsruhe. Damals ging es in Baden-Württemberg um die Studiengebühren. Da war natürlich ein Riesenprotest an der Uni. Und die haben Protestveranstaltungen gemacht und haben mich eingeladen, auch ins Audimax. Da bin ich da hingekommen, da war die Temperatur schon ziemlich hoch. Und dann habe ich mich vorne hingestellt und habe gedacht, wie tue ich die jetzt mal so richtig provozieren? Und habe gesagt, ich bin dafür, dass die Studiengebühren dreimal so hoch sein müssten. Ich muss mir vorstellen, wie der Saal getobt hat. Und dann habe ich gesagt, halt, langsam. Aber jeder von euch bekäme ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ihn in die Lage versetzt, studieren zu können, was er will,
wenn er will. Wurden schon ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich gesagt, so, und nachdem es dann ein bisschen ruhiger war, habe ich gesagt, so, und jetzt schauen Sie mal bitte nach links zu Ihren Kommilitoninnen und schauen Sie nach rechts zu Ihren Kommilitoninnen und fragen sich dann, ob die erstens das studieren würden, was sie studieren, zweitens so lange studieren würden, wie sie studieren und drittens, ob sie überhaupt studieren würden, wenn sie das Grundeinkommen haben und dann sich selbst fragen müssen, was sie wollen. Und ich sage immer, das Grundeinkommen ist eine verdammt anstrengende Sache. Es gibt nämlich keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden mehr. Sie können nicht mehr sagen, ja, ich studiere das, weil mein Vater das will. Oder ich studiere das, weil ich später... Nein, Sie müssen sich selbst committen und sagen, ich mache das deswegen, weil ich das will. Und wenn wir mal eine Gesellschaft hätten, was natürlich dadurch angeregt wird, die nicht mehr fragt, was sollen wir tun, sondern was wollen wir tun? Schauen Sie, es wäre ein dramatischer Umschwung. Jeder, der da sitzt, weil er will und nicht, weil er soll. Okay, der macht, weil er will und nicht, weil er soll. Oh, Riesen. Die Leute sagen immer zu mir, Herr Werner, wie können Sie für ein Grundeinkommen sein? Da laufen Ihnen doch die ganzen Kassiererinnen davon. Sage ich immer, Gott sei Dank. Da wissen wir endlich mal, wer in Wirklichkeit gar nicht kassieren will. Und stellen Sie sich vor, was wir für tolle Läden hätten, wenn wir nur Kassiererinnen hätten, die kassieren, weil sie kassieren wollen. Ja, viele Leute, das haben Sie auch geschrieben, wenn Sie die Millionen gewonnen haben vom Lotto, was machen Sie denn? Die meisten sagen, sie wollen weiterarbeiten, nicht? Also wenn man intrinsisch motiviert ist. Aber Herr Strasser, über das Weltbild, die Frage nach dem altruistischen Ansatz, das kann man ja vielleicht später nochmal diskutieren, ob das eine Deckung darin findet. Weitere Fragen? Da oben sehe ich eine Meldung. Ja, bitte. Dankeschön. Herr Werner, ich habe immer an den Mauerfall geglaubt. Es war für mich immer nur eine Frage der Zeit. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich möchte gern eine Veränderung sehen. Und zwar, es wäre doch sehr fortschrittlich, wenn Sie der erste Laden hätten, wo es keine Plastiktüten mehr gibt. Also das wäre doch auch eine großartige Veränderung. Danke. Also Sie können schon Stofftüten kaufen bei uns. Gratis Plastiktüten kriegen Sie keine mehr, obwohl das sehr ärgerlich ist. Ich habe nämlich vorhin eine Kleinigkeit gekauft und gab es diese verdammten Dinger nicht. Aber das kommt dahin. Es geht nicht mehr lang, dann haben wir die los, die Plastiktüten. Aber wir haben sie nie gratis abgegeben, die größeren Tüten, ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 5 Jahren in Deutschland Plastiktüten frei sind. Ja, ich darf ja auch mal Visionen haben, nicht? Aber ich glaube, das ist eine realistische Vision. Also in Österreich sind wir schon ein bisschen weiter. Ja, das denke ich mir auch. Schauen Sie mal, wir können als Unternehmen nur das machen, was unsere Kunden auch denken können. Also so weit sind wir schon, jedenfalls dass wir bei den Plastiktüten sind wir weiter als beim Grundeinkommen. Weitere Fragen? Ja, bestimmt, ja. Gucken wir mal, wo haben wir noch? Da oben, ja, bitte. Sie haben viel Nachdenkenswertes gesagt. Nur habe ich mich einmal gefragt, als Sie von den Sardinen auf der Erde sprachen, dadurch Ressourcen sparen würden. Ist es nicht so, dass Sie keine Bedürfnisse befriedigen wollen, sondern dass Sie im Grunde genommen mühsam suchen, Bedürfnisse zu wecken? Mit anderen Worten wollte ich sagen, Sie können 80% aus den DM-Märkten rausschmeißen, dann sind die Bedürfnisse immer noch von allen Menschen zu befriedigen. Das ist provoziert und gesagt, aber so habe ich in dem Moment gedacht. Ich sag immer, wenn wir nur das verkaufen würden, was ich kaufe bei DM, wären wir schon lange pleite. Aber das setzt da voraus, dass wir lauter gleiche Kunden haben. Verstehen Sie? Wir haben ja nicht 28 Sorten Haarspray, weil jeder von uns 28 Sorten Haarspray braucht. Weil jeder von Ihnen eine andere Sorte nimmt. Oder Shampoo und so weiter. Das ist halt das Problem der Vielseitigkeit. Und das funktioniert nicht. Schauen Sie mal, das funktioniert eben nicht, dass man sagen kann, wir können das vereinheitlichen. Wenn der Trabi das beste Auto der Welt gewesen wäre, hätten trotzdem die DDR-Bürger beim Mauerfall sich andere Autos gekauft.
Okay, vielen Dank. Da ist noch eine Frage hier in der Mitte. Ja, eine mehr oder minder private Frage, Herr Werner. Sie erklärten vorhin, dass Sie begeistert sind von Sportlern, von Leistungssportlern, dass das für Ihr Unternehmen ein Gewinn ist. Wie viel Prozent Ihres Vorstandes sind denn frühere Leistungssportler gewesen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eher weniger, ne? Oder? Wenn ich mir die so anschaue. Ja. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass Sie, das was wir, glaube ich, im Leben möglichst in jungen Jahren erfahren sollen, also nicht Leistungssportler, wie man das so in der Bild-Zeitung liest, sondern dass man lernt, im Leben sich Dinge zuzumuten, die man sich eigentlich nicht zutraut. Also dieses, wie der Gottlieb Fischer sagte, ne? Genialität erfindet durch das Überwinden von Übergängen, Überschreiten von Übergängen. Die klare Einsicht in den zurückgelegten Weg kommt später und bildet erst den freien Künstler. Also dass man lernt, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, schon möglichst in jungen Jahren. Also nicht Leistungssport so der Plattensorte, ne? Oder ich hätte auch nie zugelassen, dass meine Tochter so eine kleine Eislaufprinzessin wird, ne? Auch wenn sie noch so hoch springt dabei, sondern dass man lernt, sozusagen an sich zu wachsen. Oder man könnte auch sagen, so grenzüberschreitende Erlebnisse. Im Leistungssport kommt man halt zu grenzüberschreitenden Erlebnissen. Schauen Sie mal, wenn sie so 2000 Meter rudern und Sie sehen diese lange Strecke und trauen sich zu, das schaffe ich nie. Und dann schaffen Sie es doch, ne? Aber ich glaube, der Leistungsbegriff bei Ihnen ist auch, also wenn Sie die Transzendenz jetzt angesprochen haben, wer morgens den vierten Grund findet, aufzustehen, der ist schon Leistungssportler. Ne? Also das muss man ein bisschen relativieren. Vielen Dank. Herr Atakan, haben Sie sich gemeldet? Herr Atakan, hier vorne ein Mikro. Ja, Herr Werner, erstmal vielen Dank. Sie haben uns den Weg zum E-Berater gespart. Eine Frage hätte ich doch noch. Sie haben ja relativ große Kritik gegenüber den Boni-Systemen geäußert und wir haben das an der Universität ja mittlerweile auch. Aber unabhängig davon, ist denn eigentlich nicht jede Hierarchie von Gehältern auch eine Art Bonussystem? Sie haben das in Ihrer Firma ja bestimmt auch. Wie gehen Sie damit um? Ja, aber es ist fix zugesagt. Kann ihn niemand nehmen. Ja, aber ist das denn nicht auch ein Anreiz, dann aufzusteigen in Ihrer Firma zum Beispiel? Ist das nicht auch eine Art Bonus? Ja, klar. Ja, das ist aber eine Anerkennung der Gemeinschaft, dass Sie jetzt eine größere Aufgabe übernehmen können. Das ist was völlig anderes. Als ein Bonus? Also ist da auch im Prinzip auch, sind vielleicht die falschen Anreize gesetzt worden, aber ich hätte gesagt, das ist auch ein Anreizsystem. Also schauen Sie mal, wenn ich in eine Filiale komme und da ist jemand Filialleiter drin, wie vorhin in der Filiale, wo ich war, die bei uns vor 5 Jahren gelernt hat, dann verdient die ja natürlich mehr wie damals, ne? Aber das hat sie sozusagen, das ist kein leistungsabhängig, sondern das ist ein Zutrauen, was mir ergibt. Wenn ich eine 24-jährige Mitarbeiterin der Filiale anzuvertrauen, das ist ein Zutrauen. Ne? Zutrauen veredelt den Menschen. Ewige Vormundschaft hemmt seinen Reifen. Ne? Das ist der Punkt. Wir müssen den anderen, in der Zusammenarbeit muss ich immer dem anderen was zutrauen. Und da kann es nie gehen nach dem Motto, wie heißt es beim Lenin, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das führt geradeaus nach unten. Ne? Aber ich muss ja immer anderen Menschen was zutrauen. Wir müssen den jungen Menschen immer was zutrauen. Mit welcher Begründung kann ich einer 23-, 24-Jährigen die Verantwortung geben für 30 Kolleginnen und Kollegen und eine Filiale von 1000 Quadratmeter? Das muss ich ja zutrauen. Sie müssen immer anderen Menschen was zutrauen. Aber das Boni-System, was Sie meinten, ist ein anderes in der Form. Da ist es fest vorher zugesagt, wenn ich das und das erreiche, dann bekomme ich das. Das funktioniert anders. Ja, und wenn Sie es nicht erreichen, fangen Sie an zu manipulieren. Das ist das Problem. Also, oder? Ja gut, aber ich glaube, das wäre dann bei diesem Boni-System ähnlich. Ja. Bonussystem. Also ich kann nur warnen vor Bonussystemen. Motivieren Sie nicht mit Geld. Auch motivieren Sie auch nicht mit Ehre oder sowas.
Sondern wir haben zwar jetzt auch Bonisysteme an der Universität entwickelt, aber ich sage trotzdem immer, wenn Sie nicht intrinsisch motiviert sind und bei uns anfangen zu arbeiten, dann sind Sie trotzdem völlig falsch, ganz egal. Aber die Menschen fragen mich immer, wie tut man intrinsisch motivieren? Das ist doch eine spannende Frage. Stellen Sie sich dann mal die Frage in der Universität, wie motiviere ich intrinsisch? Geht gar nicht. Erste Voraussetzung, indem ich extrinsische Motivation unterlasse. Erste Voraussetzung. Und das können Sie immer wieder beobachten, wie die Menschen versuchen, sozusagen die extrinsische Motivation so noch als Sicherheit hinten dran zu machen. Deswegen habt ihr das wahrscheinlich auch so was Komisches. Ne? Nein, das ist nicht durchdacht. Es gibt eine ganz einfache Geschichte, ganz kleine Geschichte. So ein Rentner, ne, der geht mittags immer noch nach seinem Mittagsschläfchen auf die Bank im Park. Das macht er jeden Tag, zur gleichen Zeit. Eines Tages kommen drei so, in Berlin würde man sagen, so Steppkes, ne? Wie heißen die in Duisburg? Also freche Jungs, ne? Und die sagen, komm, wir ärgern den Alten, was machen wir heute, ne? Und dann nehmen sie kleine Steinchen, schmeißen die immer hin, ne? Hochmotiviert, ne? Am nächsten Tag sitzt er wieder auf der Bank, kommen wieder die drei. Und sagen, ah, guck, da ist der Alte, den ärgern wir wieder. Am übernächsten Tag wieder das Gleiche, sagt er, muss ich was dran ändern, ne? Kann ich ihn dazu lassen. Ruft er die drei her und sagt, kommt mal her, drei, ihr habt mich gestern und vorgestern so toll mit Steinchen beworfen. Wenn er heute das wieder macht, kriegt jeder 20 Pfennig. Dann, ja, klasse Opa, machen wir. Nächsten Tag kommen die drei wieder und sagen, Opa, wir wollen dich wieder mit Steinchen bewerfen, was kriegen wir heute? Dann sagt er, heute kriegt er nichts. Dann bewerfen wir dich auch nicht mehr mit Steinchen. Er hat die intrinsische Motivation durch eine extrinsische ersetzt. Und dann ist es zu Ende. Tun Sie extrinsisch motivieren, dann haben Sie... Okay, wir stellen Sie als Motivationspsychologe an. Nein! Sie müssen sich selbst motivieren, selbst das klar machen. Um Gottes Willen, nicht extrinsisch motivieren. Hier ist noch eine Frage, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Glauben Sie, dass der gesetzliche Mindestlohn da der richtige Schritt ist oder ein richtiger Schritt auf diesem Weg ist? Also, ich habe es vorhin schon gesagt, im anderen Zusammenhang, aber vielen Dank für die Frage. Der gesetzliche Mindestlohn ist die richtige Maßnahme in die falsche Richtung. Richtig deswegen, weil der gesetzliche Mindestlohn endlich mal anerkennt, dass der Mensch ein Einkommen braucht, um leben zu können. Unabhängig davon. Aber die falsche Maßnahme, weil es wieder mit der Arbeit verkuppelt. Ja, die keine Arbeit haben, brauchen auch den Mindestlohn. Jetzt kann man natürlich sagen, Mindestlohn für alle, dann sind wir beim Grundeinkommen. Da bin ich wieder dabei. Ne? Aber da haben Sie das Gerechtigkeitsproblem, oder das, was hier als Gerechtigkeitsproblem empfunden wird von Leuten. Nee, Moment. Grundeinkommen heißt ja, jeder Mensch bekommt so viel, dass er davon bescheidener Mensch. Aber dann kann er dazu verdienen nach Herzenslust. Ne? Oder es bleiben lassen. Das ist doch Ihre Freiheit. Ich meine, Grundeinkommen macht ja nichts anderes wie einen Freiheitsraum, aus dem heraus ich tätig werden kann für die Gesellschaft, ohne mir Existenzsorgen zu machen. Stellen Sie mal vor, wie unsere Perspektive wäre, wenn Sie sagen könnten, ja, verfassungsrechtlich garantiert habe ich ein Grundeinkommen, von der Wiege bis zur Bahre. Ne? Ob ich arbeitsfähig bin, arbeitslustig oder arbeitsunlustig bin, ob ich meine Doktorarbeit machen will, ob ich mal mir eine Bildung angedeihen lassen will, ob ich Vater werden will oder Mutter. Ne? Kinder bringen ihr Grundeinkommen gleich mit. Ne? Das ist eine ganz andere Situation. Und im Alter kann keiner kommen und sagen, für deine Renten sind aber unsicher. Das ist so die Drohformel der Politiker. Ne? Herr Bischof, welche Botschaft nehmen Sie jetzt eigentlich mit in den Landtag? Nicht? Also Mindestlohn wurde ja in der Uni Duisburg-Essen abends gut diskutiert, aber in die falsche Richtung. Bin mal gespannt, wie Sie das deuten. Aber Sie müssen jetzt nichts dazu sagen. Hier ist eine Frage noch hier vorne. Bitte. Und dann noch eine Frage und dann müssen wir Schluss machen. Guten Abend, Herr Werner. Mein Name ist Christian Garter. Ich habe einen relativ ungeraden und bunten Lebenslauf. Ich habe ein Studium abgebrochen, habe dann verschiedene Jobs gemacht und habe irgendwann einen Job bei einer Bank bekommen. Und ich weiß noch, mein Vater war ganz erleichtert und hat gesagt, dem Herrn sei es gedankt, der Junge ist endlich abgesichert. Bei den Verbrechern wird er immer genug Geld verdienen, um über die Runden zu kommen.
In gewisser Weise ist das auch so. Und dann habe ich ein Buchtipp von Ihnen gehört, und zwar das Buch Der Mann, der überlebte. Ah, beste Buch der Welt. George W. Carver, ja. Müssen Sie sich kaufen, unbedingt. Der Mann, der überlebte. Das hat mir richtig gut gefallen, aber es hat irgendwie auch so ein bisschen mein Weltbild verändert, weil es hat mich sehr inspiriert. Also ich fand das ganz faszinierend, was dieser Mann für Widrigkeiten im Leben überwunden hat und wie er dann aber auch immer wieder die Welt entdeckt hat, neue Dinge, seine Potenziale entfaltet hat und schöpferisch tätig geworden ist. Und da ist mir bewusst geworden, dass bei dem, was ich jetzt mache, das gar nicht möglich ist. Also zumindest nicht in dem Maße. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so sehr auf meine Ideen ankommt und dass es nicht so sehr interessiert, was ich da mache. Kreativ wird bei uns auch gearbeitet, aber ich habe das Gefühl, eher so in den oberen Etagen und auch nicht so sehr zum Wohle der Gemeinschaft. Wo ist die Frage jetzt? Die Frage ist jetzt, was raten Sie jungen Menschen heute? Würden Sie raten, bei DM anzufangen oder würden Sie raten, sich selbstständig zu machen, den Schritt zu wagen, selber eine Unternehmung zu gründen, um Wirtschaft neu zu denken? Oder kennen Sie andere Unternehmer, die ähnlich bewusst denken wie Sie und die Möglichkeit bieten, seinen Mitarbeitern die eigenen Potenziale zu entfalten und seine Ideen einzubringen? Also ich muss es ganz salopp beantworten, entschuldigen Sie bitte. Wenn Sie morgens aufwachen und dann sehen Sie den Tag vor sich, ne? Dann müssen Sie sich fragen, will ich das? Die Amerikaner sagen, love it. Wenn Sie sagen, das, was ich eigentlich heute machen sollte, das kann ich nicht lieben, dann kann ich Ihnen nur sagen, change it. Versuchen Sie es zu verändern. Wenn Ihnen das auch nicht gelingt, kann ich Ihnen nur sagen, wie die Amerikaner sagen, leave it. Nichts wie fort. Es ist immer Ihre Lebenszeit. Machen Sie nichts, was Sie nicht wollen. Und das wäre das Schöne mit dem Grundeinkommen. Niemand kann Sie erpressen. Können Sie mal sagen, nee, hören Sie mal zu. Ist ja schön, was Sie wollen, aber müssen Sie jemand anders sich suchen. Ne? Mich können Sie nicht erpressen. Dann hätten wir endlich mal dieses Prinzip der Aufklärung. Egalität, Gleichheit. Stellen Sie mal vor. Sie sind mit allen auf einer Augenhöhe. Niemand kann Sie erpressen. Sogar Ihre Schwiegermutter nicht. Ne? Nein, muss man ganz. Ne? Das wäre ein solcher Zugewinn an Freiheitsmöglichkeiten, die wir haben. Grundeinkommen und Gleichheit. Ne, so kann man sagen: Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Okay, das ist eine interessante Umdeutung eines bekannten Ausspruches. Eine letzte Frage noch, bitte, die Dame. Hallo, guten Abend. Vielen Dank für den tollen und inspirierenden Vortrag. Und ich frage Sie ganz persönlich, wie motivieren Sie sich jeden Tag immer wieder daran zu glauben, dass das irgendwann passieren wird? Also ich habe immer so ein bisschen selber die Schwierigkeit, der Mensch ist eigentlich schlecht und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und zum Beispiel, wenn ich sehe, dass jetzt an Universitäten Dinge eingeführt werden, die in der Wirtschaft schon vor Jahren gescheitert sind und wir machen sie trotzdem. Also das sind halt so Punkte, die mich am Verstand des Menschen zweifeln lassen. Also was machen Sie, dass es nicht passiert? Ja, das ist natürlich eine ausgesprochen dramatische Frage. Ne? Ja. Dramatische Frage. Aber entschuldigen Sie, dass ich so platt beantworte. Kann ich nur sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn Sie keine Hoffnung mehr haben, dann haben Sie Ihr Menschsein aufgegeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir müssen uns gegenseitig den Freiraum einräumen, dass wir, wie der Jean-Jacques Rousseau das so schön sagte, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist nicht tun zu müssen, was man soll. Und das können Sie gleich bei Ihrem Mann anfangen zu praktizieren. Ist er das? Gut, das will ich jetzt auch nicht mehr toppen. Love it, leave it, change it. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich komme morgen wieder. Ja, noch. Sie kommen auch wieder, wenn ich das an dieser Stelle schon mal sagen darf. Am 2. Dezember, aber jetzt zum Campus Essen. 2. Dezember, 18 Uhr.
im R14, im Audimax. Wir werden es besser ausschildern. Wir haben eben eine Anregung bekommen, man findet uns noch nicht so gut hier. Ja, das Gebäude ist noch neu und wir werden es verorten. Also im Audimax am Campus Essen zum Thema, die Treppe muss von oben gefegt werden. Und ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere auch den Weg nach Essen finden würde. Eine kurze Bemerkung noch, bevor wir rausgehen. Eine weitere nun vorliegende Ausgabe der Schriftenreihe zur Mercator-Professur mit den Vorträgen von Margarete von Trotter, der Mercator-Professorin des Vorjahres, liegt jetzt aus, können Sie sich mitnehmen. Ansonsten werden wir draußen Zeit haben. Sie haben gesagt, Sie signieren auch ein bisschen. Ansonsten gibt es einen kleinen Imbiss und etwas zu trinken. Sie können sich hier drüber austauschen. Also love it und change it vielleicht, aber don't leave it. Bleiben Sie noch ein bisschen hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön.